Die neue C-Klasse wird zu einer kleinen S-Klasse. So könnte die Schlagzeile lauten. Wenn man allerdings dann einen Blick auf unsere Computerzeichnung wirft, würde man wahrscheinlich eher fragen, warum S? Die sieht doch eher aus wie die gerade frisch geliftete E-Klasse. Und wenn man sich die Limousine so anguckt, dann kann man auch dem nur zustimmen. Von vorne bekommt die C-Klasse das aktuelle Familiengesicht, welches seit dem CLS und der A-Klasse beim Stern Einzug gehalten hat. Wenn man dann noch einen Blick auf das Heck wirft, fühlt man sich erst recht an das neue E erinnert. Die zweigeteilten Rückleuchten und die durchgezogene Chromleiste lassen auch das neue C deutlich breiter und muskulöser wirken. Die S-Klasse kommt dann im Innenraum dazu. Der neue, aufrecht stehende Bildschirm in der Mittelkonsole wird noch 2020 mit dem Luxus-Benz eingeführt und kommt danach schon eben in der C-Klasse. Im Frühjahr 2021 will Mercedes die Limousine präsentieren und dann im Sommer auf den Markt bringen.